Bring us the girl and wipe away the debt. That was the deal. Die Strecke ist frei. Sehr schön. Dann, ach verdammt. Ja, dann würde ich sagen, greifen wir danach. Ah, alles klar. Sorry, wir müssen in die Richtung. Wir müssen diese da ergreifen. Oh mein Gott, das war gewagt. Ach du Schande, okay. Kann ich eigentlich steuern? Oh, ich kann auf die Vorwärts zurück, dann bin ich ein bisschen schneller. Ah, alles klar. Und jetzt kann ich auch dahin noch. Gut. Ich hoffe, sie ist hinter mir. Genau, erstmal hier hin. Voll auf Slate? Den Burschen kenne ich. Scheint sich immer noch gern Feinde zu machen. Aber woher kennst du den denn? Oder kennst du den aus deiner Vergangenheit unten? Salz voll, Maschinengewehr auch. Beziehungsweise ich habe gar kein Maschinengewehr bei, ne? Ich habe nur diese andere Wuchtbrumme und dann noch hier meinen Karabiner. Was haben wir denn da? Oh, Gepanzerfaust! Warte, 72, 105. Was macht die Panzerfaust? Hm, die ist zwar cool, aber die hat nur 6. Ich würde drauf verzichten. Oh, wobei, wartet mal. Da ist auch Munition für die Panzerfaust. Jetzt habe ich 8. Ich komme wieder, Karabiner. Falls ich dich brauche, komme ich wieder. Oh. Na du? Nee, nicht gedrückt halten. Das ist Munition für die Handfeuerwaffe. Und ein Voxophon. Veteranen! Ihr habt euer Herzblut für Columbia vergossen! Habt Gliedmaßen und Organe im gottlosen Orient verloren! Comstock hat nichts getan! Und doch, seht nach oben! Wessen Haupt schwebt selbst jetzt über euch? Eine Beleidigung, wie man es auch betrachtet. Wenn der Prophet unsere Vergangenheit in eine grell geschminkte Hure verwandelt, welche neuen Vergewaltigungen bringt uns dann die Zukunft? Ich sage, stehen wir auf und füllen diese Halle mit wahren Helden. Wo ist sie? Hier. Danke dir. Hä? Was habe ich denn jetzt hier? Ich nehme die Panzerfaust. Wieso hat es mir das jetzt gegeben? Verstehe nicht. Ich nehme die Panzerfaust jetzt hier. Kommt schon, Leute. Das wird ein Spaß. Boom. Meister der Pyrotechnik. Jetzt wissen wir, wo ihr alter Freund Slate ist. Besorgen wir uns dieses Shock-Jockey und dann nichts wie weg. Das war aber jetzt nicht Slate, oder? Oh mein Gott. Habe ich den jetzt einfach so weggebombt? Ich hoffe mal nicht. Naja, aber die Panzerfaust ist definitiv für dicke, große Gegner gedacht. Was haben wir hier noch? Das ist der Karabiner, okay. Probieren wir es mal hiermit. Oh Mann! Was hast du zu tun?
Danke. Oh, wow. Gib alles. Ah, der ist schon tot. Oh mein Gott, der kniete hier. Und ihr seid mit dem noch nicht fertig. Das ist ja übel. Danke, 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 danke. Das war ja eine ganze Menge. Guck mal, und ihr habt hier so viel Munition liegen gehabt. Aber ich habe dafür... Aha. Zigaretten, nein. Gesundheit, ja, danke. Ich habe dafür eine Elizabeth und die wirft mir sogar im Kampf zu, was ich noch brauchen könnte. Dankeschön. Ja, ihr seid immer noch nicht fertig, ich hab's gesehen. Und hier? Die beiden haben sich schon aufgelöst. Haben die denn auch gar nichts dabei gehabt? Who needs the power company? Wer braucht das Elektrizitätswerk? Braucht ihr Leben einen Ruck? Versuchen Sie Fink MFGs Schock. Danke, Mr. Fink. Super. So richtig informativ sind die ja teilweise nicht, muss ich sagen, hier. Übrigens war das gerade sehr knapp. Ich wollte so unbedingt mit dieser geilen Waffe da schießen. Ja, und es ist halt fast daneben gegangen, wenn man ehrlich ist. Hi du, was hast du so für mich, ha? Gesundheitskit brauche ich nicht. Salz? Oh, Salz ist gut. 100% Salz. Wie wär's denn mal damit? Yep, kaufen. Oh, scheiße, jetzt haben wir nur 25 gekauft. Ich deppig. So, mach mal voll. Munition für Karabiner, Munition für Maschinen. Wartet mal, was habe ich denn jetzt eigentlich gerade dabei? Alles klar, das hier. Und nicht den Karabiner. Sondern was ist denn das hier? Das ist Maschinengewehr, oder? Ja, das Maschinengewehr. Da könnte ich noch was für gebrauchen. Ja. Ah, jetzt bin ich wieder voll. Sehr schön. Super. Ich hätte vielleicht warten sollen, bis ich wirklich alles entdeckt habe. Ich hoffe, hier war sonst nichts mehr. Was war denn hier oben eventuell noch? Ach, guck mal, hier war eigentlich auch mal Energie drin. Genau. Hier bin ich, glaube ich, nicht gewesen. Aber es war sowieso nichts drin. Naja, was soll's. Dann gucken wir mal, dass wir die Türen auftreten. Die Hall of Heroes. Ist jeder Schlag von Mann, der kämpft für Gott und Vaterland. Doch hier verehren wir ihn, der hat gekämpft für unsere liebe Stadt. Oh, ist das hier also der Comstock-Schrein oder was ist das? Huh? Suche Schock-Jockey in der Hall of Heroes. Na gut. Alles klar, wir brauchen kein Salz. Wir können aber die Leiche durchsuchen, dann nehmen wir halt das Geld. So, sehr schön. Aber das hier sind keine Soldaten. Die sehen überhaupt nicht so aus, als wären sie aufs Kämpfen vorbereitet gewesen. Die Armen, das tut mir aber leid. Diese bekloppten Fahnen da auf dem Rücken, ne? So, das ist auch kein Schockjockey. Aber das ist wieder zu teuer. So viel kann ich mir nicht leisten. Wobei ich das auch nicht so mega interessant finde. Wir gehen da später vorbei. Oh Gott. Ich hier noch was durchsuchen. Ja, den Schreibtisch. Ich habe genug Gesundheit. Huch, war da was? Nein. Schadensboost. Ja. Nein. Wird zu teuer gerade. Oh. Wenn unser Werk vollendet ist,
wird man uns Mörder nennen. Cornelius Slate, der Mann fürs Grobe, der Vox Populi. Und Comstocks Lüge wird durch eine neue ersetzt werden. Sei's drum. Diese Fitzroy und ich sind Verbündete aus Notwendigkeit. Ich bezweifle, dass man alle Männer, die Caesars Toga rot färbten, in Friedenszeiten noch das Brot miteinander brechen sah. Ist Comstock weg, sind die vergangenen Taten meiner Männer sanktioniert. Und sie werden ihren Teil der Beute fordern. Das muss ich nicht mehr erleben. Okay. Ich fürchte, ich muss gegen den kämpfen, aber das will ich gar nicht. Kann ich mich nicht viel besser gegen... Unser Prophet Vater Comstock, Kommandant der 7. Kavallerie. Der Mann hat die 7. Kavallerie nicht angeführt. Ich erinnere mich nicht mal an den Kerl. Corporal DeWitt hat sich an diesem Tage tapfer geschlagen. Ich glaube, ich spinne. Slate? Bist du das? Du warst schon immer anders. Nicht wahr, Booker? Du begehrst keinen Ruhm. Hör zu, ich sehe, du steckst hier in irgendeinem Schlamassel. Wenn du uns an dieses Schock-Jockey-Zeug ranlässt, dann sind wir gleich wie... Der Blechsoldat Comstock will unseren Tod. Wir sterben nicht von seiner Hand. Es gibt Ärger. Was, warum denn? Meinen Männern bleibt nur die Wahl. Tötet ein Blechsoldat sie. Oder ein echter Soldat. Was hast du zu bieten? Na, kommt da noch mehr? Siehst du? Siehst du, du bist ein Killerbooker! Nein! Gib uns das Schock-Jockey! Wenn du die Kraft willst, Booker, dann schenk meinen Männern den Ehrentod. Sie erwarten dich bei Wounded Knee und Peking. Finde Schock-Jockey ja immer noch das gleiche Ziel, ich weiß. Ich wollte die nicht umbringen. Ach Mann. Ich versuche sie mit Verbandszeug und Munition zu versorgen, aber es ist nicht immer das Richtige da. Oh, ist nicht so schlimm, ist nicht so schlimm. Ich versuche mich ja auch selber zu retten. Geld. Ein Bein. Oh, ein Lockpick. Sehr schön. Jetzt könnten wir eigentlich zurückgehen. Okay, was nehmen wir denn? Also, davon haben wir schon zwei. Davon haben wir schon drei. Davon haben wir bisher nur eins. Ah, nee, davon... Genau, dann hätten wir zwei. Dann hätten wir zwei. Leben oder Salz? Ich finde Salz wichtig, wenn ich ehrlich bin. Ich fühle mich schon besser. Ja, genau. Guck mal, da ist noch ein Lockpick. Und was war das? Das war viel Geld. Das war ein Silberbarren. Ach, wie cool. Fass durchsuchen? Wo ist ein Fass? Ach, hinter mir. Na gut. Geld. Die haben aber große Sparschweine, wenn sie ihr Geld im Fass aufbewahren. Oh. Nee, die Pistole nicht, aber das ist doch dann Salz. Ich bin voll. Sandwiches. Radio benutzen. Werkzeugkasten. Nein. Ich bin, wie gesagt, eigentlich so ganz fit. Man könnte sagen, sogar topfit. Okay. Ach Mann, ich habe gedacht, gleich kommen noch aus jedem anderen auch noch welche raus. Schrotflinte. So, die Boxerrebellion und The Battle of Wounded Knee. Ja, da sollen wir hin. Besiege Slates Männer. Aber die sind doch da drin, ne? Super. Oh mein Gott, das ist so ein Diarö, klar. Ein Diorama, meine ich. Das wird bestimmt kein angenehmer Kampf in dem Diorama. Diorö. Alles klar, was haben wir da noch? Oh ja, wir haben noch jede Menge Waffen hier liegen, das ist gut. Okay, boah, das ist auch gut.
Ja, es ist schön. Ich hätte gerne Schockjockey, aber... oh Gott, sind da auch welche? Ich gehe zuerst da rein, bevor ich da zu Wounded Knee gehe. Okay. Was ist das? Der Boxeraufstand. Was ist da passiert? In Peking? Ich war es, der die Stadt in Brand steckte. Comstock erzählt natürlich etwas anderes. Mhm, okay. Kann ich einen Gong schlagen? Sehr schön gemacht. Cool, mit Sound. Wie sie gerade geguckt hat. Bisschen entsetzt schon. Und ab den Kopf. Es geht noch weiter. Ich dachte schon, hier ist schon Ende. Hier, Employees only. Ah, cool. Das ist das Lager hier für die ganzen Sachen, ja? Okay. Da haben wir was. Danke. Nein. Aber wir haben neue Stiefel. Schon wieder. Errungenschaft freigeschaltet. Kleider machen Leute. Mhm. Beim Radio ist nichts, ne? Jetzt ist es aus. Dann machen wir es lieber wieder an. Radio an finde ich schöner. Oh. Hi, du. Sorry, tut mir leid, dass ich dich jetzt erschreckt habe, Elizabeth, aber der kam da jetzt mal plötzlich her. Wie cool ist das denn bitte gemacht? Finde ich mega gut. Okay. Oh, alles klar. Und schon wieder so ein mechanischer hier. Mit Waffen und mit Lügen hat der gelbe Mann geübt Verrat. Doch büßte er's und es musste der Osten den Zorn unseres Propheten kosten. Mhm. Super, hier mit den aufgespießten Köpfen. Ganz toll. Wow, es ist riesengroß. Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Toll. Oh, das kenne ich aus Büchern. Comstock führte die Truppen Columbias nach Peking und... Comstock war nicht da! Die Boxer haben mir mein Auge und 30 Freunde geraubt! Gibt es dafür einen Gedenkstein? Lebt alles! Oh, der ist hin. Oh, das war so einer. Leidenschaftlich vergolten, aha. Und da sind die auch noch da oben. Danke. Super, Munition ist gut. Sehen Sie den Mann, der Comstock gerne wäre. Ein echter Soldat. Ich will das nicht, Slate. Gib mir einfach, was ich brauche. Bald, nachdem du dasselbe für mich getan hast, suche mich unter den Ghost Dancers. Wer sind die Ghost Dancers? Wounded Knee. Wir sollen zu dem anderen Exponat gehen. Hört ihr, Comstocks Blechsoldaten. Sie wollen uns zum Schweigen bringen. Aber wir sind die wahren Patrioten. Die Geschichte, die nicht in ihre Bücher passt. Super. Ach ja, da war das Präzisionsgewehr. Aber ich glaube, damit hätte ich auch nicht viel mehr anfangen können. Der Mann, der gerne Comstock wäre. Ja, bestimmt. Ganz sicherlich. Na, genau der wäre ich nicht so gerne. Oh, guck mal, hier oben ist noch was. Gesundheit und Salz. Salz ist gut. Aber ansonsten ist hier nichts mehr, ne? Ach, prima hier. Auch mit den Büchern und mit diesen Flammen. Ganz toll aus. Aber wir müssen tatsächlich so wieder zurück, ja? Aber von dem habt ihr aber nichts mehr übrig gelassen. Nun denn, also wieder komplett zurück. Und ab nach Wounded Knee. Wie steht's denn mit der anderen Waffe aus?
Okay. Ah, natürlich. Ich hätte V drücken können. Aber das geht halt eben nur, wenn der Totenkopf da ist. Und deswegen verpasse ich das ganz oft. Manchmal drücke ich nämlich einfach V und dann passiert einfach nichts. So, ich habe ich Munition für die Panzerfaust bekommen? Ja, so ein bisschen, ne? Jetzt habe ich 2 von 5. Das ist ja toll. Schrotflinte brauchen wir nicht. Okay. Nee, nicht mit der Panzerfaust da rein. Wir gehen jetzt nach Wounded Knee. Der Blechsoldat hat das Lob für die Taten der echten Helden eingestrichen. Ihr Gefährte, Miss, er schmückte sich am 29. Dezember 1890 mit Ruhm. Wie meint er das? Das willst du nicht wissen. Okay. Ich war anscheinend dabei. Ist ja fast so doll wie Schlacht am Little Big Horn, wa? Wie gut ist das denn bitte gemacht? Ich meine, ich fand das von den Asiaten gerade auch schon richtig toll. Oh, wei. Ja. Es ist sicherlich brutal gewesen, aber hey. Die Amerikaner haben ihnen nun mal alles weggenommen. Und sie haben sie krank gemacht. Und sie haben ihnen Scheiße erzählt. Und sie haben ihnen alles weggenommen. Rotdose. Brauche ich doch gar nicht, oder? Nö. Ist sowieso nichts drin. Ist denn dir was drin? Oh, wow. Sogar Salz. Neue Ausrüstung. Und schon wieder Hemdabdeckplane. Oh, beim Landen von einer Skyline wird die Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. 5 Sekunden lang 50% schneller. Oh, das habe ich ja noch gar nicht gesehen, dass die Sachen teilweise auch noch irgendwelche schönen Boni haben. Ah, so läuft's aber. Es kommt nichts. Schade, da würde ich mir noch wünschen, dass da öfter mal was käme. Und ein leeres Schließfach. Okay, dann gehen wir weiter. So, es geht in diese Richtung weiter, ja? Mit Heulen und Schreien das Kriegsball blutrot. So brachten sie unseren Helden den Tod. Doch die unseren hatten den Willen zu siegen. Da konnten die Wilden nur unterliegen. Mhm. So, jetzt dürfte es hier gleich wieder weitergehen. Was für ein Setting. Sie waren dabei. Bei Wounded Knee. Ich sehe es ihnen im Gesicht an. Sag's ihr, Booker. Sag ihr, wie wir wie die Helden von Sparta übers Schlachtfeld schritten. Ich höre noch die Schreie. Hört Comstock sie auch? Es ist soweit, hier Männer. Ist der Soldat, von dem ich sprach. Der Hartmann, der Comstock vorgibt zu sein. Seht, ob ich recht habe. Hier, Booker! Danke! Vielen Dank! Ein schöner Tod! Kommen Sie von da, richtig? Wo haben wir den jetzt hingeschleudert? Das blutet ja. Das war eine gute Tat, Booker. Sie starben wie Männer. Ich hab nicht drum gebeten. Ich hab nichts gegen diese Männer. Helden fragen nie. Ich hab nie gesagt, ich bin ein Held. Was bist du dann? Nimmt man alle Teile von Booker DeWitt fort, die du auslöschen wolltest, was bleibt dann? Komm zur Rotunde. Es ist bald vorbei.
Ich komm gleich. Was hat Slate gemeint? Soll wieder zur Mitte gehen. Was wollten Sie auslöschen? Jetzt, wo du aus deinem Käfig raus bist, merkst du vielleicht, dass er seine Vorteile hatte. Es ist immer besser, eine Wahl zu haben, Mr. DeWitt. Egal, was dabei rauskommt. Ja. Und was ist, wenn du eines Tages merkst, dass deine Wahl dir nicht gefällt? Oh, wartet, wartet, ich hatte da was. Zack. Ich kann sowieso immer nur zwei auf einmal abschießen, aber das macht keinen Sinn für einen Einzelgegner, ne? Ich hol's mir vielleicht gleich wieder, wenn dann der Weg noch offen sein sollte. Aber ich gehe davon aus, dass ich ja jetzt gegen Slate alleine antreten werde. Der wird wahrscheinlich so ein Obermufti-Bösewicht sein. Ziemlich fähig. Sowas, wie wir ja schon mal öfters erlebt haben. So, okay. Auf in den Kampf.